Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Wir haben das letzte Mal ja aufgehört, als wir und ich, der liebe Cherry, Haselnuss rausgefunden haben, dass er nicht nur einen Tag in dieser Welt war bei Mausfight und Co., sondern 8 Monate und seine Eltern das Haus aufgegeben haben. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, was wir noch machen sollten. Ich habe keine Lust mehr. Oh, er ist richtig demotiviert. Man kriegt jetzt nur von ihm Geheule raus, oder wie? Ich weiß, ich muss stark sein. Aber es fühlt sich alles so hoffnungslos an. Oje. Oje, was soll ich denn machen? Das ist doch alles sinnlos. Ich weiß, ich... Ich habe keine Lust mehr. Okay, Oh Mann. Ja, toll, dann weiß ich gar nichts mehr. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust mehr. Okay, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt überhaupt nichts, was ich machen soll. Hoppala. Ich kann doch genauso gut für immer hier sitzen bleiben. Das ist doch alles Sinn. Oh Mann. Ich habe keine... Oh je, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Ich kann doch genauso gut für immer hier sitzen bleiben. Ich habe keine Lust mehr. Alter, du Heulsuse. Ich kann doch... Das ist doch alle. Ich kann doch... Ich... Das ist doch alles Sinn. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Hilfe geholt. Wir haben doch den letzten Zauber hier Hoffnungsschimmer bekommen. Und den setze ich jetzt bei Cherry ein. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Keine Sorge, Cherry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Cherry? Cherry! Aufstehen, du Schlafmütze! Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Ich werde rechtzeitig zum Abendessen da sein, Mutti. Versprochen. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Und ich habe 2 davon. Ich muss zurück nach Mauswald. Der alte Magier weiß sicher, was zu tun ist.
Okay, dann auf! So, wir müssen einfach nur wieder dahinter. Weil das Portal ist komischerweise noch offen. Das Portal nach Mauswald ist noch einen Spalt geöffnet. Mal sehen. Ich bin Jerry Haselnuss, Schüler des Marquis de Hotot, um das zu korrigieren, was falsch gelaufen ist. Was auch immer das sein mag. Es hat funktioniert. Oh Mann, kein Wunder, dass der Marquis immer so komisch redet. Damit kann man sogar Portale öffnen. Und hepp. Jerry! Du bist also wirklich ein Baumläufer? Die Geschichten sind also wahr? Ich wusste ja, dass du was Besonderes bist. Ich bin nur ein einfacher Junge. Jerry, wir brauchen deine Hilfe. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Fremden? Zuerst dachte ich, es seien Menschen, aber es waren wohl doch Masken. Die habe ich auch schon getroffen. Der alte Magier vom Stadtrand hat einen von ihnen in einer magischen Flasche eingesperrt. Doch ein paar andere von ihnen treiben sich noch im Mauswald herum. Wo ist der alte Magier jetzt? Ich muss ihn sprechen. Er ist nach Hause gegangen, um noch mehr von seinen Flaschen zu holen. Aber jetzt ist er auch verschwunden. Quack! Keine Sorge, ich werde ihn suchen. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Sei auf der Hut. Du auch, Plato. Ich werde Anja suchen. Hoffentlich geht es ihr gut. Okay, wir hier können wir nicht mehr lang. Aber der einzige Weg, der jetzt hier raus wird, ist hier. Oha. Sieht ziemlich strange aus. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Komisch. Die Poster waren doch vorher noch nicht da. Eben, ja. Nein, nein. Es ist in Ordnung, wenn ich meinen Garten verkaufe. Sie sind sicher? Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind sich Ihrer Sache sicher. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Die Last ihres eigenen Gartens. Sie ruht nun nicht mehr auf ihren Schultern. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Der Preis? Sein Garten. Treten Sie näher. Noch eine. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. So viel Pech. Mach das weg. Der Hase hat gerade seinen Garten verkauft? Da stimmt doch was nicht. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht.
Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher? Doch, ich sehe es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, ihnen können wir jetzt gerade nicht helfen. Oh je. Er schläft. Zaruf. Er war ein guter Kunde. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zaruf sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Was ist mit ihm hier? Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zaruf. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Eieieiei. Okay, die machen hier echt üble Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. So, wir schauen mal, dass wir zum Zauberer kommen. Wenn sich meine Orientierung mal zulassen würde. Warum steht sie hier rum? Überall dieser Nebel. Ist nicht gut. Hast du meine Handtasche gesehen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zaruf eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was. Du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Oje. Hallo? Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Moment mal. Ist das nicht... Huch, wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus. Aber wie? Zerbrich das Kristall. Okay, vielleicht mit dem Nagel? Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich... Ein Monokel? Vielleicht damit? Da muss kein klebriger... Wie kriege ich das am besten jetzt hin? Vielleicht mit der Glocke? Da passe ich besser gut drauf auf. Ja, Jerry, hast schon recht.
Grünwuchs, Fluss, Felsenflüstern, Ratschlag. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Kann ich hiermit was aufreißen? Warte mal. So, jetzt ist die Frage, was kann ich hier mit Mais anstellen? Kann ich das hier so reinschmeißen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ja, ich komme jetzt eh gerade nicht runter. Oh, ganz schön tief. So, schauen wir mal den nochmal an. Die Maske kenne ich doch. So seht ihr also wirklich aus. Okay, wir haben jetzt mal Mais und ich habe hier was entdeckt. Schaut mal. Maiskorn in Position. Und jetzt? Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Ja, deswegen nimmst du ja auch jetzt das Monokel. Haben wir ihn jetzt befreit? Es wäre nett, wenn... Ja, danke. Wollte schon sagen. Du hast mich befreit. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bannflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata. Ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bannflaschen. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Okay, also ich muss sie dazu bringen, die Flaschen zu öffnen. Ob das so leicht sein wird? Muss ich vielleicht was reintun? Das braucht keine besondere Würze. Nein. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie ich die dazu kriege, dass sie das in die Flaschen öffnen. Ah, ich habe eine Idee, wie ich den dazu bringe. Moment, dann gehe ich mal hier hin. Einfach mich nicht beachten. Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Mal sehen, ob's klappt. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich
werde. Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich. Er schläft. Der große Zaroff. Was für eine Show. Und ich in der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zaroff. Da lasse ich besser die Finger davon. Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. Warte mal, ich habe eine Idee. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Ach, Jerry. Okay, dann haben wir das. Wie kriegen wir ihn hier? Ach, der ist ein Alkoholiker. Stimmt, wartet mal, da habe ich eine Idee. So, können wir da noch rein? Oder hinten beim Garten, beim Hasen, bei irgendeinem Fass? Geschlossen. Wo Anja wohl ist? Gute Frage, ich gehe mal hier hinterhin. Kann ich hier irgendwas nehmen? Schüssel mit Abwasch. Jetzt kann ich ja die Pforte öffnen, oder? Ernsthaft? Aber wie soll ich da weiterkommen jetzt? Diese große Blume ist wirklich interessant. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Grübeln. Zu den Biberbrüdern kann ich nicht rein. Vielleicht muss ich zu den Zwergen, genau, wegen dem Blaubeersaft. Da gehe ich aber komplett verkehrt, oder? Gehen wir mal hier lang. Nee, das ist falsch. Ist auch keiner mehr? Du kannst doch in die Zukunft sehen. Sag mir, wann ich Zaroff sehen werde. Ich muss ihn sehen. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch eine für mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Gut, gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, sei ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zaroff nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Okay, ich habe aber leider keine Kugeln. Besser nicht. Besser nicht. Lass doch die Flasche mal los. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Ach, Mann, ey.
Was für eine tolle Blume. Ich sollte sie nicht pflücken, aber anfassen darf ich sie doch. Ist ja kein Museum. Okay. Bei ihm müssen wir wahrscheinlich was mit Kugeln machen. Nein. Okay, meine Freunde, ich gehe mal ganz kurz aus den Geschehnissen mal raus. Das war's jetzt für diese Folge. Mal sehen, wie wir die anderen Äxte noch reinlegen können. Seid gespannt. Eine ist auf jeden Fall mit Alkohol, die andere ist mit irgendwelchen Kugeln. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin.